Hier haben wir eine Flasche. Können wir aber nicht nehmen. Können vielleicht noch, dass wir was nehmen können. Wir haben auch wenig Sachen hier, die wir irgendwie aufsammeln können. Aber kommt vielleicht noch. Vielleicht. Eventuell. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh oh. Mr. Kettensägen-Typ. Ja, dann gehen wir doch mal hier rein. Wenn wir das können, dann machen wir das mal. Auch schon wieder leichte Outlast-Anlehnungen. Ups. Da ist aber jemand aggro. Wer wird denn gleich die Fassung verlieren? Einfach mal sinnlos irgendwas kaputt machen. Dachte schon, jetzt rennt er hier einfach mal gegen den Spind, aber nö. Okay, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Heißt das jetzt, wir können jetzt hier gefahrenlos hier rausgehen? Wir gucken mal. Da ist der Typ. Der darf uns nicht sehen. Und sind wir wieder Hackfleisch. Oh oh, oh oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weiß nicht, dreht er jetzt gerade um? Steht er da einfach nur rum? Scheint so, als würde er umdrehen. Okay, gehen wir einfach mal hier dran vorbei. Hier könnte ich jetzt durch... Oh, wo kommst du auf einmal her? Gibt's doch nicht. Ist er auf einmal einfach da? Also wirklich. Okay, aber wir starten gleich hier beim Spind, weil ich ja auch hier einen Kontrollpunkt hatte. Einfach hier wieder vorbeigehen. Zu hoffen, dass er uns nicht gleich so von Instant hier so hinterher dings und... Er darf mich nicht sehen. Genau. Er darf uns nicht sehen. Das hast du gut erfasst hier. Okay. Müssen wahrscheinlich da irgendwie in den Raum rein. Da sind jetzt Kisten davor. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht können wir ihn dann irgendwie beobachten oder so. Ich sehe ihn aber nicht. Ich höre nur die Kettensäge. Sie wird lauter. Oh, hi. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wer wird denn gleich wieder ausrasten hier? Wieso müssen diese ganzen Irren eigentlich immer mit einer Kettensäge herumlaufen? Nur mal so eine Frage am Rande. Gut. Wir gehen jetzt mal hier durch, was er hier gerade freigemacht hat. Und versuchen hier irgendwie hier so weiterzukommen. Sieht an sich ganz gut aus. Was haben wir hier? Ach, eine Flasche. Jetzt können wir eine Flasche nehmen. Gut. Versuche ich mal die Umgebung hier irgendwie anzu... Nicht, dass er mich hier gleich entdeckt. Wir haben da hinten eine Tür, wo ich durch soll wahrscheinlich. Wir haben eine Flasche, vielleicht können wir ihn damit irgendwie ablenken. Hier, geh mal zur Flasche. Er geht da hinten hin, das ist gut. Dann humpeln wir mal hier zur Tür hinaus. Und humpeln weiter, humpeln weiter. Hier ist ein bisschen kriechen, damit er uns durch das Fenster nicht sieht. Okay. Ja, wir sind raus. Wie wär's mal mit dem Safe Point? Ja, Kontrollpunkt, yay! So, haben wir hier denn irgendwas, was ich irgendwie mal mitnehmen kann oder sowas?
Das Blut, das hier noch runtergetropft ist, vielleicht von mir selbst. Decke sieht aber auch aus, so meine Güte. Ja, sonst kann ich hier jetzt nichts angucken oder lesen oder sonstiges. Gehen wir halt hier durch. Und dieser Gang sieht auch wieder so extrem nach Outlast aus, wo auch irgendwelche Rollstühle vom Fahrstuhl stehen und sowas. Oh shit. Fatty Freddy ist wieder da. Nein, nicht Fatty Freddy. Oh Gott. Ja, wie stellst du dich denn an, während du über so eine Liege kletterst? Meine Güte. Los, lauf, lauf. Ja, ich glaube, er braucht ein Upgrade für seine Kettensäge. Aber wir haben es geschafft. Wir sind ihm entkommen und haben den Fahrstuhl gekriegt, wovon wir gelesen haben. Keine Zigaretten mehr da. So ein Scheiß aber auch. Bethesda Softworks presents A Tango Gameworks Production. Mit eigentlich nur 30 FPS. Mit einer blutenden Decke. Verdammt dunklen Räumen. Und brennende Ziegenköpfe auf Total Doom. Von Shinji Mikami. The Evil Within. Ja, das war jetzt der Prolog und jetzt geht's erst richtig los. Yay? Yeah. Vielleicht. Ja gut, und dass er halt jetzt hier so in der Mitte halt so ein schwarzer Balken war und oben und unten halt nicht, liegt halt daran, wie gesagt, dass ich die schwarzen Balken ja abgeschaltet habe, ne? Weil, hat mich ja dann doch schon stark gestört, weil wenn du dir überlegst, wenn jetzt den Rahmen nimmst, der jetzt oben und unten angezeigt wurde, dir vorstellst, das ist schwarzer Balken und den hast du über das ganze Spiel immer, ne? Dann denkst du ja auch schon so, ja, du kannst nur weniger als die Hälfte des Spiels überhaupt erkennen und das ist echt ätzend. Ah, nun gut, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Wieso humpelt er eigentlich nicht mehr? Ach, er hat jetzt auch keinen Schnitt mehr im Bein. Das macht Sinn. Oder? Wow. Kommt auch kein Vieh von oben runter, okay. Ja, er kann jetzt auch wieder rennen. Das ist jetzt gar kein Problem mehr, weil er ist ja gar nicht mehr verletzt. Hä? Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Wo sind wir hier? Ach, wir sind hier in der Eingangshalle. Ja, dann raus hier. Raus aus der Nervenanstalt, Irrenanstalt, ich weiß auch nicht. Need for Speed ist gar nichts dagegen. Und da stand wieder der Typ da auf dem Gebäude drauf. Wer ist das? Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich. Wir können nicht mehr zurück.
Natürlich, da verschiebt sich einfach mal ein ganzer Teil der Stadt. Ja, und die Stadt sieht immer mehr so aus, als wäre es kurz nach einem Superheldenfilm. Wo die auch immer die ganze Stadt zerstören müssen. Diese Superhelden. Sowas wie Superman. Also wirklich. Dann haben wir wieder dieses komische Funkgerät. Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Hat er vergessen zu fahren oder was? Ach so. Da ist nicht mehr viel mit vergessen. Das ist ein Transformer. Nicht fliegen? Okay, dann nicht fliegen. Ui. Ja, Kapitel 1. Überlebt. Das Spiel speichern wir auf jeden Fall. Auf einen neuen Speicherplatz. Ja, bräuchte. So, dann auf ins nächste Kapitel. Kapitel 2. Überreste. Was jetzt? Haben die mich gefunden oder was? Beim Absturz mit dem Krankenwagen. Und wo bringen die mich hin? Kann ich wenigstens ein Eis kriegen? Hey du da, Doktor, ich will ein Eis. Krankenschwester, eine Waffel? Nein? Oh. Und warum muss hier so ein Rotlichtmilieulicht hierher? Also wirklich, das muss doch nicht sein. Und warum werde ich angekettet? Jetzt red doch mal einer mit mir. Hallo? Hallo? Alter, und ich kann meinen Kopf nicht unten halten. Hallo? 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 Wer bist denn du? Du hast da so einen Pickel am Ohr. Sieht nicht schön aus, genau da. Und wo sind wir jetzt? Na, jetzt wird alles hier ziemlich abstrus, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn hier? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden im Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Natürlich schlecht. Alles hier in Schwarz-Weiß. Was ist das? Eine Flasche mit einem Gehirn drauf. Und es macht flüssige Geräusche. Wir nennen es Gehirnsaft. Hallo? Jemand da? Nee, bestimmt nicht. Was hier? Ein Klo. Mit einer Flasche drin, mit einer Flüssigkeit. Gehirnsaft. Nehmen wir auch wieder. Ne, preise den Gehirnsaft. Hinter der Heizung vielleicht noch was? Versteckt für schlechte Zeiten oder so? Nein? Hier jemand da? Was? Hallo? Ah, Käfer. Hallo. Sind wir wach? Wer ist wir? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Der Einzige hier. Und wo sind die Käfer auf einmal hin? Was sind das für Zeichen an der Wand? Da ist nur ein Bett drin. Rein so ein Symbol. Hier.
zwei Symbole dran und auch so ein Raum mit einem Bett. Hier sind drei Symbole dran, auch so ein Raum und so ein Bett.